Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei, ja, ihr seht es schon, Space Engineers natürlich. Ja, er ist wieder da. Ich habe mich darum gekümmert. Wir haben in der Zwischenzeit auch noch hier noch ein bisschen Kram repariert. Das eine Tor habe ich mal weggemacht, weil ich ihn hier auch noch mal ein bisschen gebuddelt habe, um neue, noch ein bisschen Ressourcen zu kriegen. Ja, und einen großen Teil der Platten habe ich auch schon repariert. Ihr seht es noch nicht alle. An manchen Ecken und Enden ist immer noch was kaputt. Aber ja, da werden wir jetzt heute so ein bisschen mit weitermachen. Hier hinten würde ich jetzt auch gern irgendwie versuchen, dann auch demnächst sowas wie einen Reparatur oder wie einen Raum zu kriegen. Guck mal, hier fehlt auch noch irgendwie was. Schön. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, nicht lang schnacken, loslegen. Wir haben viel zu tun, wir haben viel vor. Auf jeden Fall will ich hier hinten einen Raum haben. Wie sieht es mit den Containern aus? Sind die schon... Problem, glaube ich. Problem ist, wir haben keinen Platz. So, der wäre da noch angeschlossen. Das heißt, wenn ich den hier weghacke, passiert erstmal nichts. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier unten mal den nächsten Container ein. Ist jetzt nicht schön, aber selten. So, wir können ein bisschen Kram ablegen. Das ist erstmal das Wichtigste, weil, ja. Achso, das ist der Large Cargo Container aus dem Schiff. Ich habe mich gerade ganz kurz gewundert. Irgendwo müsste doch jetzt ein leerer Container. Genau, Medium. Nein, Quatsch. Small Cargo, Small Cargo. Hier der da, das ist der leere. Das heißt, wir packen mal hier alles rüber. So, und damit sind unsere Small Cargo Container jetzt auch erstmal irgendwie wieder gut gefüllt. Schön, das hat nicht lang gehalten. Aber zumindest die hier sind leer. Naja, fast, größtenteils. Reicht auf jeden Fall, dass wir uns jetzt einen Haufen Stahlplatten schnappen können. So, hier mal ganz kurz von Hand ein bisschen Platz schaffen. Weil dann kann ich mich hier schon mal gleich reinfahren. Das, dafür mache ich das hier gerade. Und dann können wir nämlich hier schon mal anfangen, unser Räumchen weiter auszubohren. Und überlegen, auch theoretisch schon mal hier irgendwie eine weitere Leitung anzubauen, dass wir hier irgendwie direkt... Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, wenn ich darüber nachdenke. Dass wir irgendwo hier... So, weil zufälligerweise haben wir hier sogar eine Ecke. Bin mal gespannt, ob mir... Nee, das ist da oben angeschlossen. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall hingehen und sagen, guten Tag, ich hätte hier gerne jetzt die... das gute Teestück. So, damit es hier irgendwie alles irgendwie so ein bisschen denselben Look hat, natürlich in der richtigen Farbe. Nicht, dass wir das hier oft sehen, aber... Ja, wir haben es jetzt halt so gebaut, ne? Da müssen wir jetzt durch und außerdem brauche ich noch Zeug für den Connector. So, und jetzt können wir erstmal reingehen und können sagen, guten Tag. Einmal gerade. Dann kommt natürlich eine Kurve rein. Also das C ist ja keine Kurve, ist ja eigentlich ein, ja, ein sehr rechter Winkel. Ja, das heißt jetzt nicht, dass er in seiner Freizeit gerne Fackelläufe macht, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann brauchen wir natürlich nochmal einen Connector, weil das cool ist, jetzt können wir nämlich bis hier vorfahren.
So, schauen, ob wir es schaffen bis... Okay, da sind uns schon Dinge im Weg. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder rein. Ja, toll. Das hat nicht ganz gut funktioniert. Wir sind ein Stück daneben. Das sieht gut aus. So, weil jetzt kann ich das Ding nämlich angelockt rangedockt lassen. Wir haben übrigens beim Nachbau unser kleines Dings verloren, unser Landing, also die Magnetplatte, mit der wir Sachen aufnehmen, aber ja, das ist jetzt nicht so schlimm, die kriegen wir wieder, relativ schnell wieder nachgebaut, da müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht sehr drum weinen. Und was ist aber erstmal wichtig ist, dass wir hier den Kran haben, um hier entsprechend weiter ausbauen zu können. Und dadurch, dass wir angedockt sind, laufen die Steine auch gleich in die Raffinerie. Das ist eigentlich ganz cool, weil ich bohre tatsächlich gerade mit links. Klar, mit rechts wird schneller gehen, weiß ich, aber heute mal nicht. Weil im Moment brauchen wir tatsächlich auch ein bisschen Material. Ja, und im Moment geht es natürlich ganz gut mit dem Ding. Also das hilft schon sehr, wie ich finde. Also dass wir jetzt wahrscheinlich noch ein Stück entweder nach hinten fahren müssen oder einfach nach vorne, einfach den ganzen Bohrer am Gelenk hochkippen und zur Not mal kommen. Einmal kurz rechtsklick, flapp. So kann man natürlich auch schnell viel Platz machen, klar. Dafür ist Rechtsklick bohren ja auch gedacht. So, wenn man das jetzt mal hier alles mal rechtsklick macht, dann sieht schon, da kriegt man sehr viel, sehr schnell sehr viel Erde raus. Das machen wir jetzt auch mal, weil irgendwann wollten wir hier auch mal was bauen. Auch wenn ich ja nicht so genau weiß, an welcher Stelle wir das jetzt tatsächlich tun werden. Hier drüben glaube ich fast noch nicht. Aber vielleicht hier neben, nach rechts in die Ecke rein, ist glaube ich eine ganz gute Idee. So, hier mal gerade gucken, dass wir auch die Mikrovoxel wegkriegen. Nicht, dass wir dann sonst mal irgendwann in was reinfahren und uns dann wundern, dass wieder alles kaputt ist. Das wäre ein bisschen schade. So, nach da drüben geben wir uns mal richtig Platz. Ja, richtig ist gut, aber ja, wir haben ein bisschen Platz gemacht, ja. So. Okay, weiter als das geht nicht. Da haben wir jetzt ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Aber ist schon mal ein guter Anfang.
So, da kann jetzt auch erstmal stehen bleiben von mir aus. Weiter geht's natürlich erstmal hier auch wieder mit klassisch. Ja, unsere Türchen wieder hinbauen. Guck mal, da haben wir noch was vergessen. Schlecht. Das wäre natürlich ganz gut, wenn es wieder da wäre. Und noch sehr viele kaputte Sachen, okay. So, nächste Baustelle ist auf jeden Fall, dass wir jetzt hier also den Teil möchte ich auf jeden Fall ausnutzen. Da hatten wir ja schon so ein bisschen mit Schrägen und so angefangen. Und das möchte ich jetzt eigentlich auch verwenden, um schätzungsweise hier, ich flex das mal so ein bisschen zum Vormarkieren schon mal an. SPRT Landlord, was? Okay. Gucken wir, was der so tut. So, aufpassen nicht, dass wir uns in die Windturbinen, die habe ich übrigens in den Folgen auch gestellt wieder, dass wir da, ja, der bewegt sich. Oder auch nicht. Sorgen wir dafür, dass er sich auf keinen Fall mehr bewegt. Teil. Schiff, möchtest du vielleicht mal bremsen? Frag mal so einen Freund, ich möchte vielleicht noch nicht unbedingt voll in diese Waffenreichweite reinkommen. Weil der sieht mir ein bisschen bewaffnet aus. Sieht mir aber auch nach einer wunderschönen Möglichkeit, geklaut zu werden aus. Wenn wir das hinkriegen, den zu übernehmen, hätten wir auf jeden Fall reichlichst an Zeug. Ups. Ich wusste gar nicht, dass das Railguns auf Planeten sowas wie Gravitation haben. Also ihr seht doch hier genau dieselbe Dings wie ich, ne? Jetzt nicht mehr. Dann nehmen sie auch noch einen Gun. Okay, viel zu weit unten. Shit, nach hinten, weg, nach hinten, weg, 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 raus da. Alter. Wie schlimm ist es? Nicht zu schlimm. Gut. Feststellung. Diese Triebwerke als Bremstriebwerke sind nicht geil. Nur mal so. Irgendwas klingt und scheppert.
Oh, die Autocannon hat's erwischt. Scheiße. Der ist blöd. Naja, gut. Ist jetzt wohl so. Können wir jetzt noch wieder bauen. So, diesmal vor allem darauf achten, dass wir nicht so nah an der Grenze stehen wie beim letzten Mal. Das war vielleicht nicht ganz gesund. Das muss ein bisschen Luft haben. So, also wir haben gesehen, der Junge ist immer noch stark bewaffnet. Hier müssen wir ein Stück weit höher ziehen. Okay, noch ein Stück höher. Das war zu weit oben. Wobei die Gun da vorne scheint jetzt hinüber. Na, von wegen. Gucken wir, dass immer noch was. So, das sollte jetzt aber mal gereicht haben dafür. Und wir haben noch einen Haufen weiter. Und hier sind noch kleine Turrets. Ob wir das so wegholzen können. Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig. Da muss man doch die Rail ran. Naja, oder auch nicht. Keine Ahnung, ob wir jetzt gerade getroffen haben. Ja, viel zu tief. Boah, der hat aber schön gesagt. Ah, Träumchen. Komplett aus dem Ding rausgenommen. Sehr gut. Ein Problem weniger. Mit der Assault was reißen. Nee, der ist gerade. Das war ein Abpraller, schön. Ist witzig, dass es die gibt, keine Frage. So, was? Oh shit, wir haben keine. Achso. Na komm. Wir haben ja wohl noch. Achso. Moment, kriegen wir hin. Rolliger Munition hier raus. Oh. Das ist nicht so gut. Okay, voll daneben. Toll, jetzt müssen wir natürlich ewig warten, bis wir wieder schießen können. Danke dafür. Was macht der da? Der kommt näher. Die Assault hat auch nichts mehr zu schießen. Der hat gesessen, das war ein guter. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, die Kanonen leben trotzdem weiter. Die lassen sich da nicht viel nehmen. Boom. Ja, das war natürlich wieder voll daneben. Das mit dem Umschalten der Railguns funktioniert auch so gar nicht, ne? So, dann versuchen wir es nochmal ein Stück weiter oben, diesmal nicht so weit hochziehen. Ja, sehr gut. Und der brennt jetzt auch. Ja, danke. Das war natürlich voll daneben. Die rechte Railgun schalten wieder ab, das ist eine Munitionsverschwendung. Railgun right aus und Railgun left ist an. Gut, haben wir. Schön. Das heißt, wir ziehen jetzt auf das Ding. Runs. Ist das jetzt auch mal hinüber oder brennt das immer noch? So, da unten haben wir noch irgendeine Kanone. Zumindest sieht es für mich danach aus. Ja, das ist eine. Am Rande der Schussgrenze.
Sehr gut, dann brauchen wir jetzt nochmal einen. Na komm, lad nach. 75%. Der hat doch gesessen. Ist jetzt Ruhe oder will hier noch irgendwas? Und die lebt noch. Ach du Scheiße, die leben alle noch. Leck mich doch auf. Alter. Wie halten die so viel aus? Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie mit einem popligen Gewehr reinschieße. So, okay, das ist auch hinüber, danke. Ich meine, ich greife das Ding halt irgendwie mit Railguns an. Das muss ja eigentlich hier ein bisschen, ihr wisst schon, Dacker machen und so. So, nächster Schuss hier. Sehr gut, der hat gut gesessen. Das machen wir gleich nochmal. Weil leider lebt das Ding noch, wie wir gerade gesehen haben. Ja, 40, okay. Ein bisschen brauchen wir noch. Okay, die ist hinüber. Und dann kriegt jetzt die auch nochmal einen eingeschenkt. Dann müssten wir eigentlich das Ding eigentlich schon mal in einem Zustand haben, wo man sagen kann, okay, da kann man jetzt irgendwie vorsichtig hin und das ganze Teil mal einstecken. So, das sieht doch jetzt gut aus. Die möchte ich eigentlich auch am liebsten noch zersägen, aber da werden wir jetzt einfach ein bisschen aufpassen müssen. Zumindest beschießt uns im Moment nichts mehr außer diesem kleinen Nervling da unten. Na komm. So, hat sie es ausgeschissen hier. Gut, das heißt, für uns ist jetzt hier erstmal mit dem Schiff an der Stelle Feierabend. Wir fliegen das Ding jetzt erstmal wieder heim. Ja, wir haben dann ein bisschen was zu reparieren, ist klar. Aber hätte schlimmer sein können. Zum Großen und Ganzen hat sich es doch ganz gut geschlagen. Aber tatsächlich hier irgendwie die Ladetriebwerke als Bremstriebwerke fand ich jetzt. Haben mich jetzt nicht so angemacht, das gebe ich gerne zu. Zwar ist halt vielleicht doch mehr Batterien, die großen nehmen. Die haben dann schon ein bisschen mehr Wumms. So, was wir jetzt nochmal machen, wir schnappen uns eine Wasserstofflache, haben wir schon einstecken. Das Reparieren mache ich dann später. So, wir locken jetzt erstmal ein und stellen die Triebwerke ab. So, Werkzeug ist am Start. Gewehr ist auch am Start. Müssen wir nur noch irgendwie vielleicht auf die Toolbar ziehen. Wie viel Zeug habe ich noch in der Flasche? Ja, okay. Sollte noch halten, für 2-3 Meter fliegen. Und dann werden wir jetzt mal schön Rambo-mäßig hier durch das Loch, das wir in die Seite geschossen haben, mal einsteigen und schauen, was hier läuft. Sörtler Petrus. Ihr Petrus. Naja, was auch immer. Heiliger Sankt Petrus vielleicht. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Einfallstor, sprichwörtlichst. So, da geht's nirgendwo hin. Die Brücke ist am Start. Mehr oder weniger. Das
So, wir haben jetzt natürlich hier die große Hackorgie wieder vor uns. Und zwar ist vielleicht auch was finden. Weil inzwischen ist immer ein bisschen Zeit noch. Ja, weil ihr könnt euch vorstellen, was wir jetzt tun müssen, ist natürlich die ganze Schüssel hier entsprechend wieder zu hacken. Zumindest die funktionalen Teile, bis wir die Überhand haben. Damit wir das Ding übernehmen können. Ganz vorsichtig gucken, nicht, dass hier irgendwo noch ein Turm ist, der mit uns dann wieder Dinge tut. Ihr wisst schon. Die erniedrigend sind und Schmerzen verursachen. Aber ja, wäre schon gut, wenn wir die Schüssel hier irgendwie erobert kriegen. Und wichtig ist übrigens auch, wenn auf der linken Seite irgendwo ein Geschützturm war, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir rechts auch noch irgendwo einen haben. Also ich meine, ich weiß, auf der einen Seite ist auf jeden Fall noch einer. Kein Turm im Moment. Das Problem mit dem Turm ist aber meistens, wenn du ihn siehst, ist es eh schon zu spät. Zumindest so in 99,9% aller Fälle. Was habe ich gerade gesagt? Na, ah, verdammt. Ja, das da war zu befürchten. Shit. Wir brauchen mal eine Flasche. Toll, kann ich hier nicht bauen. Kann ich so einen Basic Assembler bauen? Ja, kann ich. Bitte, ich hab... warte. Kann das sein, dass er noch ausgeschaltet war? Ja. So, dann kommt der H2O2. Achso, der ist wahrscheinlich auch noch ausgeschaltet. So, Hydrogen. Ziehen wir die Bottles da mal rein. So, und dann kommen wir auch wieder zurück zu dem Ding. Idealerweise bevor unsere Leiche wieder despawnt. Das wäre aus strategischen Gründen ganz nett. So, und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir noch an unseren Leichensack wieder rankommen. Ich denke, es sollte jetzt aber nicht so das Problem sein. Der Gang war relativ einfach. Und solange wir von der Seite reinkommen, von derselben Seite kommen, wie wir eben reingekommen sind, sollte da eigentlich alles in Ordnung sein. Aber ja, mir wäre da tatsächlich daran gelegen, dieses Ding hier zu übernehmen. Falsche Tür. Naja, geh mal halt hier lang. Ach so.
So, hier erstmal kurz die Tür zumachen. Okay, sehr gut. Den hätten wir. Also wahrscheinlich auf der anderen Seite gibt es auch noch einen und vom Dach haben wir noch gar nicht gesprochen. Wobei das Dach hier im Moment noch ganz okay aussieht. Also abgesehen davon, dass es offensichtlich den ein oder anderen Railgun-Schuss abbekommen hat. Wie das nur passieren konnte, weiß ich natürlich auch nicht. Da das hat nichts mit uns zu tun, ne? Das ist die Kanone auf der Seite. Auf der anderen müsste noch irgendwo ein kleiner Geschützturm sein. Ja, da ist er. Hat er sich gerade gedreht, die Sau. Oh. Danke. So, auch dieses Thema wäre dankenswerterweise erledigt. Haben wir hier noch irgendwas drin? Außer eine kaputte Tür. Die müssen wir, also nicht kaputt, aber eine, die wir nicht. Der noch nicht so ganz klar ist, wer ihr neuer Herr ist. Das haben wir ihr natürlich dankenswerterweise gerade erklärt. Ähnlich mit den beiden Gyros hier. Die müssen jetzt auch mal sich irgendwie kurz daran gewöhnen, dass die jetzt hier eine feindliche Übernahme abbekommen. Mit dem Tank hier können wir gleich weitermachen. Unten war, glaube ich, ein großer Wasserstofftank irgendwo gewesen. Aber eins nach dem anderen. So, hier ist natürlich auch noch Achtung angesagt, weil, ja. Gucken wir, was da ist. Gucken wir, was da war. So, ich weiß, es ist jetzt natürlich gerade so medium spannend, aber es wird sich lohnen, sobald wir das Ding hier einkassiert haben. Könnten wir überlegen, sogar das Teil dann wieder zu reparieren, oder zumindest so rudimentär. Ja, hier beispielsweise mal irgendwie wieder... Wir müssen die Blöcke gerade machen, hier was reinpacken. Wir haben jetzt gerade keinen Stahl. Und das halt einfach mal schön fett vor unserer Basis parken. Ja? So nach dem Motto, wenn ihr unbedingt Krieg mit irgendwas wollt, dann legt aber dann macht doch erstmal hier irgendwie euer eigenes Ding da platt. Wäre eine Idee. So, wie schaut's hier aus? Das ist auch nicht unsere, oder? Ups. Na, doch. Alles gut, ist geknackt. So, wir müssen die Wheel Suspensions brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein paar LCDs. Wir brauchen Rektoren hat er auch. Die müssen wir natürlich auch alle noch finden. Hier haben wir noch einen dicken Wassertank. Da sind die Reaktoren, okay. So, auch das hätten wir übernommen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal auf die andere Seite rennen. Ach schön, die Türchen aufschweißen, auch immer wieder ein großer Spaß. Dauert auch gar nicht lang. Trotz dreier Werkzeug.
Energy low. So, hier kann man sich auch zur Not mal reinsetzen und wieder ein bisschen Energie nachjupsen. Da sind zwei Assembler drin, okay. Die nehmen wir natürlich mit. Noch ein H2O2, der kommt auch mal irgendwie alles hier ran. Okay, das meiste gehört uns. Selbst die Räder hat er jetzt mittlerweile anerkannt, das ist schön. Aber uns gehört eben noch nicht alles und das ist ein Problem. Wobei, stopp mal, Waffen sollten jetzt eigentlich alle erledigt sein. Der hat keine mehr, die irgendwie gefährlich sein könnten. Das heißt, eigentlich sollte uns die Schüssel jetzt gehören, zumindest weitestgehend, dass wir sie fahren können. Energy low. So, damit haben wir doch schon mal einen Gebrauchtwagen mit leichten Nutzspuren. Gut, dass wir das gesehen haben. Das wäre vielleicht ein bisschen blöd gekommen, wenn wir damit jetzt irgendwie... Hallöchen, Munition, Höflichkeit, eine ganze Menge an 50.000 Space Credits. Ja, hallo. Da habe ich ja Spaß. Die Katze übrigens nicht, wie man hört. Gut, aber damit haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal was... Ja, das ist schon mal ein Fortschritt. Sprit ist gerade knapp, das ist nicht so gut. Aber das ist kein Thema, weil wir können uns einfach hier reinsetzen. Und was wir jetzt auch mal machen, ist, wir gehen mal in diese ganzen Wheel Suspensions rein. Und sagen, hört mal bitte auf, euch irgendwie komisch zu overriden. Null. Feuert denn da ein Wasserstofftrieb? Ah ja, da feuert ein Wasserstofftriebwerk. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben Beute gemacht. Ja, da kann man sich schon sehr drüber freuen. Leider fährt das Ding gerade irgendwie da auf dem Felsen so richtig beschäbigst. Dann würde ich sagen, müssen wir mal außen rumfahren. Oder eher gesagt, besser gesagt, rutschen. Und dann haben wir demnächst sehr viel zu zerlegen. Aber das machen wir nicht mal heute. Das ist dann ein Thema von folgenden Folgen. In diesem Sinne euch wieder wie immer danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und einen ja, wunderschönen Tag, Abend, Rest, Woche, Feiertag, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Hochzeit, was auch immer bei euch gerade abgeht, ihr kennt's ja. Bis dann, tschüss.